Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wir sind hier Rampire und es geht den Templern an den Kragen. Ha. Ja, vorhin gab es einen kleinen Telefonanruf. Man dachte sich jemand, hey, was ist mit diesen Kacktexturen los? Mein Gott, die flackern hier. Ist ja unmöglich. So ist das nur bei dem Spiel so. Ha, sehr komisch. Irgendwas ist ja verkehrt. Irgendwas ist ja faul. Na egal. Ja, kurz einen kleinen Telefonanruf gekriegt von meiner Mutter. Och nö, oder? Das war's schon. Ja, ich dachte, das wäre die letzte. Ja gut, dann halt nicht. Na gut, dann halt nicht mehr. So, keine weitere Mission. Ich dachte, ich hätte irgendwie... Ich dachte, wir hätten nur ein Fort eingenommen oder irgend sowas. Aber egal, solange wir denn irgendwie am Leben sind, ist die ganze Sache doch gut. Wie gesagt, ein Schattenanruf von meiner Mutter. Gott, wenn ich in dem Dialekt weiter rede, dann klingt das echt schleuselig. So. Also Schattenanruf. Ah, und dann dran stehen, ah, bist du denn okay und so. Denn hier wurde irgendwie ein Bombenfund gemacht und die werden jetzt überall evakuiert. Und ich denke mir, oh mein Gott, na, wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich kein Radio und nicht wirklich Fernsehen anschaue, aber wieso auch? Da kommt eh nur Müll. Oh, nee. Richtiges, gutes Unterhaltungsfernsehen gibt's nur hier bei mir. Ja, ein bisschen mal kurz hier Werbetrommel gerührt, aber egal. Das ist es ja erstmal nicht so wirklich. Ja, wie gesagt. Ich reiß mir den Arsch auf. Ich Let's Play sogar während größter Gefahr. Also ist jetzt nicht so, dass die irgendwie gleich in meiner direkten Nähe ist. Aber nee. Ach nee. So, was gibt's denn mal hier als nächstes? Oh ja, hier der Fight Club. Den können wir mal demnächst auch nochmal machen. Dann gibt's aber noch irgendein Tierle, was ich mir demnächst nochmal holen könnte. Muss ich mal gucken, ob ich hier demnächst irgendwie ganz fix rankomme. Das Problem ist, hier gibt es keine Schnellreisefunktion. Na gut, doch bis zu diesem hier, da kommen wir ganz fix hin. Dann könnte ich noch westlich davon ein kleines Fort befreien. Ich habe da wirklich wieder Bock auf ein Fort befreien. Das ist so, so lange habe ich gar keinen Fort mehr befreit. Ne? Die sind alle schon irgendwie fort gewesen. Die haben ohne mich befreit. Schweine. Vor allem Bekanntheitsgrad 1. Und irgendwie ignorieren mich die Wachen total. Das wird wahrscheinlich nur daran liegen, dass man freundlich gesinnt ist, denen gegenüber. Stimmt. Und in Boston wollte ich mir endlich mal noch die anderen Kluften anschauen. Mal gucken, wie die dann so aussehen. Wenn die dann eventuell in Rot sind. Ah, okay. Bis jetzt habe ich diese... Ach komm, jetzt habe ich sogar noch den Hasen verschreckt. Schönen Dank auch. Ah, ja, also ich gehe mal davon aus, dass Rehe hier sind. Oder wie sind die? Wapiti, Rehe, Hirsche? Nee. Hirsch! Ein Hirschreh. Also dann. Kümmern wir uns erstmal um diese kleine Mission hier. Wird wahrscheinlich schon weiter hier im Osten sein. Na komm schon. Und danach gucken wir, ob hier eventuell noch irgendwo anders Forts sind, die man befreien könnte. Weil ich habe hier wirklich nicht alles erkundet und ich sollte mir da wirklich mal die Gelegenheit nehmen und die restlichen freien Flecken dann nochmal fix erkunden. Sieh mal einer an. Aber es ist bloß, ja genau, ist bloß sowas. Nichts großartig von Bedeutung. Ich werde mich eventuell hinter denen vorbeistehlen. Oh, da war was. Ach egal, der ist jetzt weg. Wenn man nur irgendwie so ein Talent hätte, dass man den Bogen schnell aufziehen könnte. Das wäre natürlich ziemlich geil. Machst du nur einmal, pju. Und auf einmal sind die Gegner eben alle kaputt. Das wird ziemlich cool. Treues Wohl. So. Na dann, der war Pity, Junggeselle. The fuck? Hast du je King Edward, den Hirsch, gesehen? Wenn ja, wüsstest du es. Er hat sich nie gepaart, weil er zu aggressiv ist. Die Jäger lassen ihn in Ruhe, aus Angst vor seinen Angriffen. Der alte Bastard interessant. Fühlt nichts und niemand. Angeblich mag er Pferde nicht besonders. Ich riskiere nicht meinen Kopf für solche Gerüchte. Okay, da werden wir das mal machen. Den war Pity aufspüren. Wo wird er denn sein? Okay, weiter im Westen. Das ist, ja, das ist ziemlich gut. Da könnte ich mich eventuell erstmal noch damit beschäftigen.
Den Wapiti-Junggesellen machen wir dann sowieso erst später. Eine der Jagdhütten im Grenzland aufsuchen. Ja, das haben wir ja natürlich wieder. Warum auch immer das jedes Mal auftritt, aber... So. Zeit für ein bisschen Hand-to-Hand-Combat. Peter Bunyan. Willst du eine Tracht Prügel? Ich geb dir gleich Prügel, Junge. So wie du schlägst, kommst du nicht weit. Boah, Alter. Das ist 3-1. Boah. Au. Alter. Er hat mir die Nase blutig geschlagen, der sagt. Ich hab zwar eine Indianernase, das bedeutet aber nicht, dass die noch mehr gebrochen werden darf. Na komm schon. Okay, super. Oh. Also diese Faustkämpfe sind manchmal wirklich ein bisschen... Und wieder eins. Was ist denn mit dem? Wieso will der nicht tot gehen? Na okay, tot geht er ja sowieso nicht, aber trotzdem. Und gekontert. Okay. Die wollen nicht. Wir hauen dem jetzt so derbst aufs Maul hier. Der ist immer noch da. Das gibt's doch nicht. Geh kaputt, Mann. So, mein Freund. So, und dann habe ich noch einen getreten hier. Na, komm schon. Was ist denn jetzt los? Die machen mich kaputt? Nee, ey, wollen die mich verarschen? Ah, oh, solche Pisser mit ihrem scheiß Faustkampf, ey. Da könnte ich ausrasten. Vor allen Dingen musst du alleine gegen keine Ahnung wie viele. Das ist nicht mehr normal. So. So. Machen wir mal die Reihe nach kaputt hier. Wir konzentrieren uns mal lieber auf die Kleinen. So. Und trotzdem kriege ich immer noch Schaden, obwohl ich die ganze Zeit konter hier. Das kotzt mich an. Oder zumindest parier. So, na komm schon. So, mein Freund. Okay, den. Na komm schon. Oh Mann, das soll mich nicht die ganze Zeit festhalten. Wieso kann ich so einen Move nehmen? Das gibt's doch nicht. So. Okay. Okay, komm. Ich mach jetzt nur Leertaste und dreht den ab und zu mal. Da kommt nicht mehr dazu, mich überhaupt anzugreifen. Au. Oder doch, je nachdem. So, na komm schon. Sei doch mal ein bisschen aggressiver in deinem Tun hier. Das gibt's doch nicht. So. Du musst richtig aggressiv sein, mein Girl. Der schlägt irgendwie trotzdem noch wie hier. Na komm schon. Schlag doch mal richtig zu. 2, 3, 4, 5. So, na komm schon. Und wenn er wegritt, dann nochmal ordentlich in den Rücken fallen hier. Wir sind ja nicht beim ehrenhaften Kampf. Es sind immerhin einer gegen fünf oder was auch immer, wie viele. So, na komm schon. Mach doch endlich mal. Los. Geht doch. So, Peter Bunyan besiegt. Was haben wir denn hier eigentlich? Ein Hinweis. Ein Hase hat hier wahrscheinlich irgendwas. Den Seemann in New York finden und zu einem Kampf herausfordern. Na klasse. Jetzt muss ich noch nach New York. Was willst du denn bitte in New York? Gut, also. Ich müsste wahrscheinlich irgendwo hier in die Gegend erstmal. So. Um das Ganze nehmen ein bisschen weiter zu erkundigen. Ich werde mir hier noch ein paar Markierungen setzen. Hat man eventuell schon mal gesehen. Und dann laufe ich hier mal so ein bisschen querfeld ein. Haben sie aber ganz schön viel abgeholzt hier. Respekt. Müssen aber ein bisschen Bäume schon nachpflanzen, damit das alles gut wächst. So. Vor allen Dingen bergauf durchsliden. Das ist deswegen doch auch nicht ganz so einfach. Was ist mit meiner Maus los? Jetzt kann ich sie wieder bewegen. Ich war irgendwie gelockt. Sehr komisch. Ab und zu spackt das Spiel mal Ruhe. Bei ab und zu dagegen doch. Wahrscheinlich ziemlich günstig gemacht. Ah, nee! Komm her, du Hase, du! Ah, ist doch egal. Okay, Hinweis analysieren. Natürlich, wir haben jetzt sogar noch einen Hasen hinkommen lassen. Ach, den hätten wir sowas von kaputt hauen können. Aber naja, gut. Weiter in Richtung Markierung. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht... Ah, das war ein Hund, okay. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht alle Forts hier befreit. Normalerweise müsste ich alle gefunden haben, weil innerhalb von einem relativ weiten Radius um das Fort herum
ist ja schon dieser rote Greis. Oder Kreis. Ist es ja kein Greis, ist es ja ein Kreis. Mit K. Gut. Hier ist mal wieder diese Ortschaft. Da werden wir mal hier hingehen. Ich weiß ja jetzt nicht, ob die Forts immer nur an Rändern sind, der Karte. Es könnte ja auch sein, dass die wirklich auch mal zwischendurch sein können. Aber das ist dann wahrscheinlich... Das müsste man testen. Das wird erstmal zwischendurch ein bisschen was kundet. Ich glaube, so weit muss ich gar nicht mehr laufen, ne? Was macht der eigentlich? Wieso haut er das nach oben? Irgendwas hat er nach oben gehauen mit einer Gabel. Aber was war das bloß? Und die Hunde, die werden wahrscheinlich ganz schön krass trainiert. Ah, das ist so geil mit den Windmühlen. Naja. Wir müssen erstmal hier hoch. Da geht's nicht hoch, das ist zu steil. Aber hier könnten wir hoch. Wir könnten eventuell auch allgemein links lang laufen. Aber das... Nee, das wäre zu uncool. Wenn wir schon mal den Skill haben, irgendwo durchzulaufen und das auch noch ziemlich... Nein! War ja klar. Und da ist es wieder weg. Und wieso, wenn wir mal wieder hier zu aggressiv vor? Eine Höhle. Was macht hier eine Höhle? Fanny, war ich hier noch nicht. Was ist denn hier drin? Okay, hier war also schon mal jemand. Hier kann man sich auch noch verstecken. Und hier kann man wieder nach oben. Sehr interessantes kleines Gebiet. Schön wäre, wenn es die Höhleneingänge irgendwie mal auf der Karte noch mit anzeigen könnte. Wenn man die dann eventuell schon mal irgendwo erkundigt hat. Na gut, kümmern wir uns erstmal um dieses kleine Gebietlein hier. Aber eigentlich müsste es ja so sein, wenn man in der Nähe von so einem Fort ist, dann sollte man sehr viele abgeschlagene Bäume sehen, beziehungsweise einen gewissen Abstand, eine große Freifläche, eine Lichtung oder irgendwas, was darauf hinweist, dass die irgendwelche Baumaterialien aus der Umgebung benutzt haben. Nicht zwingend einfach nur aus der Kalten das aufgebaut haben. So, war ich denn hier eigentlich schon mal? Ich weiß gar nicht. Aber ich würde fast denken, ich war hier schon mal. So, dann werden wir hier nochmal querfeld einlaufen. Bekanntheitsgrad 2. Oh. Na gut, wir machen es einfach mal kaputt hier. Wir müssen mich aber eventuell noch irgendwo mal verstecken. Ah, ich könnte hier hoch. Oh. Okay. Na komm schon. Der greift mich trotzdem an. Okay, und kaputt geht's. Ah ne, Moment, das ist die falsche Waffe. Ich brauche meinen Säbel. Und kaputt ist es. Na komm schon, wow. Okay, haben sie den falschen erwischt? Das ist schon mal ziemlich cool. Wow, 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 wow. Und nochmal einer weniger. Das ist so geil, wenn die Waffe schnell genug ist. Dann kannst du nämlich richtig geil gegen die Leute kämpfen. So, ich glaube, du brauchst eigentlich fast kein E mehr. Na doch, in gewisser Weise hilft es von Zeit zu Zeit. So, na komm schon. Na komm schon. Oh Mann. So. Oh, 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 oh. Yeah. Einer weniger. Sehr schön. Und noch was. Das mache ich auch noch kaputt. Wow. Ach Mist. Ich wollte den anderen eigentlich packen und dann den dann erschießen lassen. Aber das hat natürlich nicht so ganz geklappt. So. Wo ist jetzt eigentlich meine Zusatzutensilie? Genau. Das brauche ich nämlich. Warnung, Sperrgebiet. Naja, jetzt sind nicht mehr so viele da. 4, um genau zu sein. Wie werden wir das mal machen? Sind auch nicht mehr so große, ne? Mit ein bisschen Glück werden die mich nicht mitbekommen. Das wäre ziemlich cool.
Okay. Haha! Wow, shit! Na komm schon, mach den doch mal kaputt. Jetzt, so muss es sein. Und einer weniger. Was auch immer mehr jetzt alles bunt. Ach, wir haben wahrscheinlich bloß gegen die gekämpft, aber die haben ja nichts hier im Grunde genommen, hä? Ja, hier gibt's nämlich nichts. Ach man. Im Grunde genommen haben wir bloß ein bisschen Zeit verschwendet. Ja, ab und zu mal ein paar Kämpfe. Um. Jetzt bin ich sogar. Oh, auf Stufe 2, das ist nicht so toll. Na gut. Reden wir mal mit dem guten Mann. Vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen Geld rausholen aus unseren ganzen Sachen, die wir verkaufen könnten. Alle Gegenstände. Ja, sehr schön. Haben wir wenigstens noch mal ein bisschen was gut gemacht. Okay, uns fehlt ja im Grunde genommen nichts. Von daher können wir auch gleich weitergehen. Oh Mann, das ist echt schade, dass du für die Quest mehrere Sachen auf einmal sammeln musst und nicht einfach nur direkt sofort irgendwas. Das ist ziemlich blöd. Das würde einem sehr helfen. Biber in Packernack entdeckt. Sehr gut. Und was haben wir für einen Biberpelz? Oh, ein normaler. So, und dann noch irgendwas Zusätzliches. Sie sind jetzt in den Top 50 weltweit für die Gesamtzahl von Kills. Geiler Scheiß. Es ist deswegen schon irgendwie cool. Na komm schon. Geh hoch jetzt. Oh, der will nicht. Der will. Wieso kommt man hier nicht mehr hoch? Jetzt. Ich wollte doch nur den Biber kaputt machen. Nee, Hase. Komm, Hase. Komm her. Mach dich kaputt mal richtig. Na gut, wieder mal sowas. Das brauchen wir jetzt eher weniger. Was haben wir denn noch? Ah, da ist noch irgendein Versteck oder eine Mine oder irgend sowas. Mine. Schauen wir uns das Ding mal an. Sehr interessant. Wohin führt es uns denn? Oh. Ach, komm schon. Hier müsste doch mal was drin sein. Hier gibt es so viele kleine Sachen, wo irgendwas drin sein könnte. Und was ist? Es ist nichts drin. Es ist doch ein. Boah, das ist eine Fachs, ist das doch. So, was haben wir hier? So. Moment mal. Ein Fort ist hier, ein Fort ist hier. Eigentlich müsste noch ein Fort hier sein. Aber egal. Wir kümmern uns erstmal jetzt direkt um die Jagdquest. Danach geht es nochmal weiter gen Westen. Und danach geht es nach Boston. Oh, shit. Oh. Okay, gut. Rennen die noch hinter mir her? Ich glaube nicht. Ich würde die wirklich gerne mal von hinten und überraschen und so. Vielleicht klappt's ja. Oh. Okay, dann werden wir das eventuell von Bäumen aus machen müssen. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt so fix auf Bäume hoch? Okay, komm. Kletter. So. Und einer weniger. Es geht los. Wuhu! Zack. Der ist auch noch weg. So. Oh Mann. Man konnte ja die Leute irgendwann mal packen oder so. Das funktioniert ja jetzt dummerweise nicht mehr. So schön, wie es mal funktioniert hatte. So. Na komm schon. Och Mann. Man will endlich mal kontern, aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. So, na komm schon. Oh Mann, man wird von beiden Seiten behakt. Man weiß gar nicht mehr, was man angreifen soll. Ach komm jetzt, ich kümmere mich um den jetzt. So. Immer erst einen Gegner der Reihe nach kaputt hauen, bevor es überhaupt weitergeht. Da komm schon. Oh Gott, nee. Na komm doch. Stech doch einfach zu, wenn der... Wow. Wieso hat er nicht zugestochen? Ich dachte, der wäre schon lange tot. Oh Gott, nee. Okay. Lernen die jetzt der Reihe nach. Nee! Okay, na gut. So, okay. Hat sich erledigt. Okay. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwo so einen Wurfpfeil her von denen. Aber ich glaube, die haben keine. Oh, ich habe doch was gekriegt. Eine Rauchbombe.
Ich glaube, ich werde in Zukunft mal öfter mit Rauchbomben arbeiten. Das wäre doch deswegen doch was, oder? Ja, das wäre super, wäre das doch. Okay, warte mal. Nach Norden müsste ich wieder. Aber die Gegner werden deswegen auch sehr viel gewiefter. Das ist ziemlich gemein. Man versucht ja doch deswegen irgendwie über die Runden zu kommen. Und je intelligenter die Gegner werden, desto schwieriger wird das. Ja, im Gesamten. Da ist auch schon das Rapidi, nehme ich mal stark an. So, wir werden mal den Pfeil und Bogen nehmen. So, wo ist jetzt das Rapidi, das wir brauchen? Ich brauche die Vision. Das ist es. Okay, na gut, dann... Ach komm, wir erlegen es einfach aus der Ferne. Noch ein Stück, bleib ja stehen. Nee, es bewegt sich, es bewegt sich, es bewegt sich. Nein! Ach komm schon! Nehme ich das Ding! Oh, was ist das denn für ein Teil? Oh Gott, ich glaube, ich bin tot. Was ist das für ein Vieh? Scheiße! Das hört nie auf! Gott! Alter, ist das Ding brutal! Okay, wo bin ich jetzt wieder? Ich muss wahrscheinlich wieder Ewigkeiten laufen, um dahin zu kommen. Fuck. Ich wollte es extra aus der Ferne kaputt machen. Was ist das? Wie kommt angerannt? Okay, wo bin ich? Ach, zum Glück hier gleich in der Nähe. Also muss ich gleich gen Norden laufen weiter. Ach du Scheiße. Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. So, wo ist das Teil? Ich habe mir gesagt, dass das aggressiv ist, ne? Okay, na komm schon. Doch, nee! Wieso klappt das jetzt nicht? Okay. Ja, endlich. Hat's doch geklappt. Ich drücke die ganze Zeit Q und Leertaste, aber bei den großen Dingern muss man wirklich sehr schnell die richtigen Tasten erwischen. Sonst geht das nicht. Mission beendet. Super.